fange immer wieder mit so an. Also so. Jetzt zeige ich euch, wie wir unseren Traumfänger machen. Was ihr dafür benötigt, ist tatsächlich nicht wirklich viel. Es geht auch super mit Wollreste. Hauptsache, die Farben sind miteinander vereint. Also es muss eine schöne, durchgängige Farbe sein. Also nicht grün und damit einmal orange und lila, außer wenn ihr wirklich in Regenbogenfarben machen wollt. Ihr wisst ja, ich bin eher ein bisschen Ton in Ton. Verzeiht mir, es ist sehr warm, aber ich wollte die frische Luft nutzen und auch natürlich das schöne Licht. Also, wir machen Traumfänger. Ich habe 3 Stück für euch vorbereitet. Bianca hat ja schon einen gezeigt, einen gehäkelten. Ich habe euch ja meinen mit dem Bügel. Falls ihr keinen Ring habt, könnt ihr gut und gerne einen Bügel einfach nehmen. Ich habe ihn hier. Warte mal. So. Hat sich alles vertüttelt. So, das ist ein ganz normaler Eisenbügel. Was damit gemacht werden muss, tatsächlich ist es egal, ob ihr klebt mit doppelseitigem Klebeband oder mit Heißkleber. Ihr müsstet es einmal umhäkeln oder umwickeln mit Stoff. Nur damit es richtig, richtig schön klebt. Also das ist für, wenn man keinen Ring zu Hause hat. Es geht wirklich super hiermit. Ich habe auch, allerdings habe ich einfach fertige Ringe, die haben wir auch. Die könnt ihr auch benutzen, aber wie gesagt, ich finde Upcycling sowieso sehr gut und wir haben einen Bügel dafür genommen. Wie das gemacht wird, wie es gebogen wird, zeigt euch jetzt der Jörg. So, jetzt zeigen wir euch, wie man aus einem Kleiderbügel, ein Drahtkleiderbügel, einen runden Kreis macht. Ihr braucht dazu natürlich den Kleiderbügel. Ich denke, wenn ihr sie nicht zu Hause habt, ihr bekommt sie ganz gut bei Reinigung. Die haben noch diese Drahtbügel. Eine Zange und oder ein Mann. Also, ich habe Goldstück überreden können. Frag nicht, was ich dafür machen musste. So, jetzt legt er los. So, Herr Sieker. Das ist die Zange. Ich habe es versucht und nicht wirklich gut hingekriegt. Und ein Goldstück kann ja alles. Wenn ihr keinen Kleiderbügel habt, Lötzinn geht oder es gibt auch einfach Ringe käuflich zu erwerben. Aber weil ich ja gerne recycle, haben wir uns überlegt, dass wir einen Kleiderbügel nehmen. Ihr müsst es ein bisschen mit Gefühl machen, weil ratzfatz kann das auch brechen. Gerade an die Knickstellen. Einfach nur ein bisschen hin und her, hin und her. Nicht hin und her, Herr Sieker. Er schüttelt mit dem Kopf. Ihr werdet, also wenn da auch eine kleine Macke drin ist, ihr werdet es nicht wirklich sehen, weil es auch noch umhäkelt. Meine Güte, schon wieder schwere Sprache, deutsche Sprache. Also am besten ist es wirklich schön in Form bringen, so gut es geht. Da könnt ihr sehen, da ist noch eine kleine Delle. Ihr müsst nämlich wissen, mein Mann ist eigentlich Maschinenbauer. Also mit Draht kann er. Nein, er schüttelt den Kopf. Tochter lacht. Kann auch ein bisschen schöner gehen. Das ist ein Ei. Nein, ich will kein... Okay, das kriegen wir hin. Die rechte Seite ist noch ein bisschen unförmig. Kannst du da noch ein bisschen was Nettes machen? Okay, so geht das. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ansonsten nehmt wirklich Draht, geht auch. Oder auch tatsächlich ein Stock oder eine Bambusstange ginge auch damit. Als Alternative könnt ihr natürlich auch einen Stickrahmen nehmen. Die gibt es ja in etliche Größen. Also das könnt ihr da ruhig auch nehmen. So, das habt ihr ja gesehen.
ein bisschen Kraft braucht man, aber es geht. Es ist auch egal im Grunde genommen, mit welcher Farbe oder mit was für eine Wolle ihr umhäkelt, weil das werden wir nicht wirklich sehen. Ihr könnt es auch, wenn ihr nicht häkeln wollt, könnt ihr es einfach umwickeln. Was ihr außerdem dafür braucht, es kann auch getrocknete Blumen sein. Verzeiht, ich hoffe nicht, dass ich alles so vollspitze. Was ihr noch dafür braucht, kann auch getrocknete Blumen sein, kann auch Reste von alten Gesticke sein. Ihr braucht nur ein Basis. Ich habe hier einen alten Kranz gehabt. Ich zeige es euch, warte. Ich habe einen Kranz gehabt mit Schleierkraut. Ich habe das schon mehrmals zerpflückt, also man braucht es wirklich nur abmachen. Es gibt auch ganz tolle, ich sag mal, wenn ich so welche nennen darf, es gibt oft, ich sag mal, beim Action oder Teddy, es gibt, oder im 1-Euro-Shop, da gibt es ganz, ganz oft Kränze, die man tatsächlich zerpflücken kann und was man gut gebrauchen kann. Also, ihr braucht auf jeden Fall eine Unterkonstruktion für eure, für die Basis. So, ich nehme das gerade mal auseinander. Ich glaube, ich muss diesen Pott mal ein bisschen an die Seite stellen. Ja, ich glaube, das geht besser. Auf jeden Fall, wenn ihr keinen Heißkleber habt, ihr könnt es auch einfach hier drum wickeln. Entweder mit Wolle oder ein bisschen Golddraht. Ich habe Heißkleber, also ich werde das jetzt einfach gleichmäßig. Ihr braucht auch nur ein Drittel davon. Also diesen unteren Bereich werden wir brauchen für die Fäden, die wir runterhängen oder für die Schleifen, die wir runterhängen. Also einfach von oben anfangen, einfach wickeln. Ich zeige es euch. Oder mit Heißkleber und so in einen Kranz umwickeln. Es muss auch nicht sehr viel sein. Es kann auch weitaus weniger sein, als was ich jetzt hier habe. Es muss nur ein bisschen Fülle bekommen. So, hab's auseinandergenommen. Dadurch, dass wir noch Blüten hier noch dran machen, wir brauchen das nur als Untergrund. Also bitte einmal umwickeln. Wir treffen uns dann am Ende wieder. Bis gleich. So, schon wieder so. Also, ich habe mich entschieden, ich zeige es euch jetzt. Boah, ich glaube, ich bin am, aber verzeiht. So, ich habe entschieden, ich habe noch, das ist längst noch nicht fertig, ich habe die Schleierkraut einfach grob erst so darum gesetzt und ich habe mich entschieden, dass ich es ein bisschen asymmetrisch mache und dass ich ein blauen Herz hier noch dran setze. Dann habe ich die ganz tolle Herzen, haben wir zugeschickt bekommen. Und das, was ich hier mache, werde ich auch für das Ronald McDonald Elternhaus, das wir da bei denen in der Küche irgendwo hängen. Das halt machen wir dieses jetzt hier. Und die kleine Herzchen haben wir deswegen, gerade deswegen auch geschenkt bekommen. Wer das ist, verlinke ich euch gleich. Meine ganz, ganz, ganz Liebe. So, stopp! Emil, bitte, im Wohnwagen. Das passiert, wenn man zu Hause filmt, dass die Kinder, die immer Kinder bleiben, wissen hundertprozentig, dass die Mama filmt und dann kommen die rein und rufen, wo ist Rini? Aber ich lasse es drin, ich hoffe, na, es stört ja nicht. Auf jeden Fall. Ich mache es asymmetrisch. Ich mache mein blauen Herz hier hin. Dann habe ich die verschiedenen Blautönenherzen. Ich habe von der Calypso, das werden die Walla Walla Fädchen, Calypso und diverse Bändchen, Organza Bändchen und ein bisschen was kariertes. Und ich muss gerade einmal hingreifen, weil ich habe es weggelegt. Und ich mache dann solche Röschen dazu. Ich fange erst an mit den Röschen. Und dann treffen wir uns wieder. Dann schaut gleich weiter. So, mittlerweile hatte ich Pause gemacht zwischendurch und es ist nicht mehr so heiß, Gott sei Dank. Es sieht so aus, als ob es ein bisschen gewitterig wird, aber es hat sich abgekühlt und das ist fürs Draußensitzen ist das wirklich sehr schön. Also, in meinen Kranz habe ich jetzt künstliche Rosen, echte Lavendel,
Also ihr braucht nur so 6 bis 8 Stängel Lavendel noch dazu und ein bisschen Schleife. Aber ich schreibe es euch gleich unten in den Infobox, was ihr tatsächlich dafür braucht. So, ich halte es einmal hin. Es ist noch nicht fertig. Ich gehe mit euch Schritt für Schritt für Schritt weiter. Also, wir haben unseren Bügel. Wir haben unseren Bügel umhäkelt. Damit, das brauchen wir, damit es auch befestigt werden kann. Dann habe ich habe einen alten Kranz gehabt mit alten Schleierkraus, künstliches. Und habe erstmal komplett das, was ich mit bestücken will, habe ich erst mit dem Schleierkraut gemacht. Dann habe ich mein Lavendel genommen und habe das eingefriekelt dazwischen und habe es festgemacht mit so Fuddelbändchen. Kann auch ruhig ein bisschen rustikal aussehen. Wenn ihr das in zart hellblau und rosa, so wie ich das habe, würde ich euch weiß empfehlen. Ansonsten kann es hellblau sein, kann jede Farbe sein, was euch beliebt. Wenn ihr so einen Kranz macht mit Sonnenblumen, nehmt braun oder Jute oder wie auch immer. So, ich habe meinen blauen Herz noch dazu getan, habe meine Rosen verteilt, auch von beide Seiten, dass es auch zur Not im Fenster hängen kann von beide Seiten. Sorry, die Autos fahren ein bisschen vorbei. So, und jetzt fange ich an mit meiner blaue Wolle. Es ist blaue Wolle, also ein Verlaufsgarn, wie ich eben schon erwähnte. Das ist die Calypso. Ich habe weiße Schleifen, nehme ich noch dazu. Ein bisschen Spitzenschleifen. Und hier noch rundherum habe ich es auch ganz rustikal gemacht. Das Einzige, wo ihr wirklich drauf achten müsst, ist, wenn ihr das noch einwickelt, dass ihr zwischen die Blümchen friekeln. Also nicht einfach so wickeln, dass die Blumen ganz platt sind, sondern ein bisschen zwischen den Blumen. Aber das habe ich auch gemacht, damit man auch noch ein bisschen blau dazwischen sieht. Und was noch wichtig ist, wenn ihr Schleierkraut, ist es egal. Das ist, kann in jede Richtung liegen. Aber wenn ihr die frische Lavendel nimmt und das wird lange riechen, wenn ihr den frischen Lavendel nimmt, muss es auch in eine Richtung dann gehen. Also von hier bis hier in eine Richtung und von hier bis hier in eine Richtung. Sonst sieht es krickelkrackelkrack aus. So, ich mache jetzt meine blaue Wolle hier noch daran. Dann hänge ich an die blaue Wollfuddel, kleine blaue Herzchen. Und dann denke ich, sind wir fertig. Ich hoffe, bleibt dabei und wir schauen zusammen. Ich zeige euch jetzt, was wir beachten müssen, wenn wir unsere Wolle nehmen. Wie gesagt, das ist ein Verlaufsgarn und wird auch so ein bisschen, das eine habe ich ja in so Regenbogenfarben und dieses wollte ich gerne in Blautönen. Es muss wirklich eine Armbreite tatsächlich sein. Abschneiden. Immer wieder, weil wir anschließend verdoppeln. Und es wird erstmal ganz gerade hängen, aber wir wollen es ja zum Spitze schneiden. Deshalb müssen wir, es ist ein bisschen, ne, aber wenn wir es in die Spitze haben wollen, müssen wir es ein bisschen Woll verschwenden, aber die Reste könnt ihr mit Sicherheit gebrauchen, um irgendwelche Amagurumis zu füllen. Ich mache das, filme es euch für euch gleich und dann, es ist gar nicht so schwer. Es ist wirklich ganz einfach. Ihr nehmt es, haben wir eine doppelte. Ich nehme es hier von einem, so wie wir haben. Ihr legt es rüber, dann habt ihr da die Schlaufe und hier fädelt ihr es in eure Länge durch und lasst es einfach hängen. Ich mache das ein paar Mal für euch und dann, wenn es fertig ist, denke ich, das wird euch wirklich gut gefallen. So, wir haben unseren Garn, ziehen es, brauchen es nicht abzuschneiden, sondern machen wirklich nur nicht abschneiden, sondern wirklich nur in einen dicken, eigentlich machen wir ganz dicke Stränge. Und von dieser dicken Stränge werdet ihr so 10-mal hin und her gehen, abschneiden und diesen Strang beiseite legen. Nochmal machen und das werden wir, denke ich, so, je nach wie viel ihr braucht, wie viel Platz ihr gelassen habt in euren Ringen für die Fäden, müsst ihr selber so ein bisschen antesten. So. Einen Strang habe ich fertig, dann schneiden wir ab, zack. Wir brauchen auch nicht hier abschneiden, das brauchen wir nicht, weil, so hat sie vertüdelt, wir nehmen das jetzt so wie es ist, halbieren es,
halbieren. Ich zeige es euch an diesen Ringen nochmal. Legen unseren halbierten Strang, also einfach darüber, könnt ihr sehen, einfach rüberhängen und den Faden durchziehen. Und dann haben wir ja hier diesen, ich sag mal, Makramee-Knoten dazu, aber wir haben unseren Knoten. Und das macht ihr von hier bis hier. So viel wie euer Ring, so viel wie ihr braucht, um einen richtig buschigen Ring zu haben, so viele Stränge müsst ihr machen. Ich schätze, ich brauche für meins, weil ich habe nicht ganz so viel. Ich werde meistens, wenn man so einen guten halben Ring hat, braucht man 2 Knäuel. Aber wichtig ist, dass die Farben, ich habe einen Verlaufsgarn genommen in Blautönen. Ihr könnt auch weiß, hellblau, ihr könntet so in pastelligen Farben, je nachdem, was eure Farben sind. Okay? Dann treffen wir uns gleich. Ich sage immer, wir treffen uns gleich. Wir gehen ja nirgendwo hin. Ich muss nur zwischendurch arbeiten. Bis gleich. So, ich habe meinen Kranz jetzt soweit dekoriert. Das haben wir ja gemeinsam gemacht. Wir haben gemeinsam die umhäkelt, die Schleierkraut dran geklebt. Ich habe hier auch noch Lavendel rundherum gemacht. Die Röschen, den Shishi. Wir haben gemeinsam die Wolle dran gehangen. Was ich noch zuzüglich gemacht habe, ist mit diverse Schleifen über die blaue Wolle, also über die Verlaufsgarn, habe ich da noch, um ein bisschen mehr Volumen zu bekommen, habe ich einfach auch Schleifen noch dran gemacht. Das ist ganz easy. Ich habe karierte Schleifen genommen, ich habe Spitzenschleifen genommen und habe mit Heißkleber die kleinen Herzen dran geklebt. Ich habe ein Gazé-Schleifenband und hier habe ich einfach Lavendel zum Trocknen hingehangen. Und hier, wo dieses Loch ist, das könnt ihr sehen, hänge ich noch tatsächlich Büsche von Lavendel oder tatsächlich, ich habe überlegt, dass ich auch einfach noch ein paar Kräuter dahin hänge. Wichtig ist, und hier könnt ihr sehen, das, was ich euch, das habe ich extra gelassen, damit euch ich das zeigen kann. Wichtig ist, dass ihr die Schlaufen, die wir ja nicht alle abgeschnitten haben, da könnt ihr noch einmal zum Friseur gehen damit, damit es tatsächlich einmal schön abgeschnitten ist. Ihr könnt es natürlich auch komplett in die Hälfte mit euer Verlaufsgarn machen. Ich habe es dieses Mal entschieden, dass es tatsächlich ein bisschen asymmetrisch ist. Ich gehe einmal hoch, 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 runter, runter, runter. Und wie gesagt, das macht mich jetzt kirre. Da muss ich sofort jetzt eine Schere holen und das abschneiden. Wichtig ist, dass wenn es komplett hängt und da, wo es hängen bleiben soll, einmal noch frisieren. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kleines Video. Und es wäre schön, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lassen würdet, uns abonnieren und vielleicht auch die Glocke einmal klingelingeling, damit ihr wisst, wann es das nächste Mal was Nettes gibt. Außer jeden Sonntag, wenn ihr dabei seid, jeden Sonntag um 19 Uhr ist unser Wollhaus-Magazin. Okay, ihr Lieben, habt es schön. Tschüss!